Hier habe ich was ganz Tolles gefunden, Leute. Die beste deutsche Hot-Compilation aller Zeiten. 1000 Abo-Special. World of Girls TV Deluxe. Die deutsche Hot-Compilation, Leute. Da sind wir doch mal gespannt, oder? Das ist doch jetzt sicherlich... Also das kann ja wirklich... Also das ist ja einfach nur der größte Bullshit. Oh ja. Geile Future-Bass-Intro. Yeah. Okay. Kenne ich nicht. Ich sag nur so, wie es ist. Ich werde es jedem sagen, wo ich nicht kenne. Ich werde auch nirgendwo hingucken. Wie lange ist jetzt so ein Bild da? Kenne ich nicht. Das ist ja so dumm. Das sind ja einfach die Bilder von denen, die auf Instagram gepostet haben, ne? Kenne ich nicht. Wieso kenne ich die alle nicht, Digga? Ich kenne die alle gar nicht. Kisu war das. Kisu sieht doch nicht... war das Kisu? Sind es jetzt 1000 Bilder? Kenne ich nicht. Aber schöne Tattoos. Ja. Ist es nur eine Toplist jetzt oder wie? Ich merke, es gibt nur eine Toplist und du bist Platz 1000. Ah ne, das ist okay. Wer ist das? Wieso kenne ich die alle nicht, Alter? Wieso kenne ich diese ganzen YouTuber nicht? Gar keine Ahnung, Alter. Wirklich nicht. Erste war Endres Freundin. Krass, Schule? Was wollt ihr von mir? Ich weiß nicht, wer das alles ist. Er hat geguckt. Die kennst du safe. Wer ist denn das? Emilia oder so? Ja, wer denn? Dann sag doch auch Namen. Schreibt immer jetzt den Namen in den Chat, damit ich weiß, wer es ist, damit ich es irgendwie zuordnen kann. Nicht, damit ich den später schreibe oder so. Das mache ich nicht. Wirklich nicht. Ehrlich. Oh, schöne Achseln. Hier, Anise Duck, sauschöne Achseln. Also wirklich, da sieht man Anise Duck, tolle Achseln. Vor allem war ich, glaube ich, dabei, als das Foto gemacht worden ist. Ne, ich glaube, das war in Kroatien, ne? Das ist Bibi, ne? Bibi ist so reich, Alter. Kenn ich nicht, wer ist das? Sylvester Stallone, perfekt gesagt. Das ist Sylvester Stallone, ah ja. Kenn ich nicht. Alter. Das ist Dagi, ne? Ja, das ist Dagi. Die kenne ich natürlich. Und auch dieser Schildkröte drauf hier, ne? Guck mal. Schön, Alter. Auch mit so einem schönen Dutt und so. Kenn ich nicht. Ich kenne die alle gar nicht, Alter. Das ist nicht Knossi. Schönes Piercing. Ich schlag mich bis jetzt sehr gut. Das ist die Ex-Freundin von Jonas, ne? Ja. Denise heißt die, glaube ich, ne? Denise Miss Mixi, irgendwie so. Auch schon mal irgendwo gesehen. Das KS-Girl? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist Monte, okay. Das könnten einfach irgendwelche Frauen sein. Ich weiß nicht, wer es ist. Macht Doppelspeed. Das ist eine gute Idee, Leute. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine ganz fabelhafte Idee. Das ist eine saugeile Idee, Digga. Rein in die Olga. Oh, scheiße. Das ist die Freundin von Simon Desi, oder? Wisst ihr das? Nee, das ist zu schnell. Das nervt mich. Das muss so. Auf Two-Step. Das ist die Freundin von Simon Desio. Die kenne ich. Also bis jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gut, Leute. Bis jetzt bin ich wirklich sehr gut. Immer nur ins Gesicht am Schauen. Ne, weil ich Anstand habe. Ich habe halt einfach Anstand, wisst ihr? Ich habe einfach den gewissen Respekt, versteht ihr? Haben viele Leute einfach nicht. Gibt's heute selten. Da darf ich jetzt nur ins Gesicht schauen. Da ist ein Fuß, den darf ich mir nicht angucken. Vorsichtig. So. Ja, ich kenne die. Ich weiß nicht, wer das alles ist. Das ist Jana Riva, die kenne ich, ja. Oh scheiße, da habe ich jetzt kurz reingeschissen, naja. Gut, ist nicht so schlimm. Kann passieren, ich bin auch nur ein Mensch. Ist das Betty? Ist das Betty Taube? Ja, oder? Nee. Ja? Nee. Das ist Herr Newstime, achso. Die hat so Haare wie Betty und so...
Das ist doch, das ist Betty, oder? Keine Ahnung. Bis jetzt gar kein Problem, wirklich gar kein Problem, Leute. Aber auch machbar, wirklich. Auch wirklich machbar. Kurz F in den Chat. Ja, Moment, da kann ich gucken. Da kann ich gucken. Da kann ich gucken, wie ich will. Da hier. Kann ich, ne? Schönes Lächeln hat sie. Schönes Lächeln. Da waren wir zusammen im Urlaub. Das ist Joyce. Joyce da einen Sonnenstich bekommen im Winter. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Kenn ich nicht. Ein gefallener Bruder. Aua. Es schmerzt. Hubba bubba, danke nochmal. Das ist Julia Beautics, oder? Ist das Julia Beautics? Ich glaube, ja. Ja, ihr kennt seine Sonnenbrille. Ihr kennt seine Sonnenbrille. Das ist Katja. Mit einer Perücke, ne? Karl S. mit Perücke. Ah, ja. Oh, das ist Kelly. Das war auch... Ja, da waren wir zusammen im Urlaub. Habe ich, also, da brauche ich... Kann ich jetzt auch, also... Das habe ich auch gesehen. Die war nicht mit im Urlaub. Aber auch hier, ich bleib stark. Auch hier bleib ich. Ist das Kunchi Kitty? Ist das Kunchi Kitty, oder? Ist es. Ja, ne? Ja. Nee? Nee, ja? Ach, haltet doch alle die Fresse, Alter. Lara Loft, klar, kennen wir auch. Auch hier. Ne, gerade bei den Frauen, die ich kenne, muss ich drauf achten. Auch schon mal gesehen, ich will mich jetzt hier nicht verzetteln, aber ich kenne halt nicht wirklich, nicht alle, ne? Auch schon mal irgendwo gesehen, ne? Weiß ich aber auch nicht wo. Oh, das ist Layla Lowfire, die kenne ich auch. Die hat einen Podcast zusammen mit Ines Aioli. Besser als Sex Podcast. Ich glaube sogar, das Bild habe ich geliked. Ganz seltsam. Was länger her. Leute, das. Da habe ich reingeschissen. Das ist Lena Meyer-Landrut, ne? Schade, Mann. Einmal getroffen, kurz miteinander geredet. Hat mir nicht auf meine Instagram-DM damals geantwortet, ne? Die Kelly ihr geschrieben hat. Bisschen belastend, ja. Moment, das ist eine Pornodarstellerin. Das ist keine YouTuberin, oder? Ach, das können auch Pornostars zum Teil sein, ne? Lena Meyer-Landrut hat jeder schon nackt gesehen. Hört mal auf, sowas zu sagen, bitte. Wer ist das? Lexi Rox. Ah ja, ihr kennt euch ja so aus. Ich kenne von Aaron aus den Videos, ne? Sonst natürlich noch nie vorher gesehen. Genau. Ich wollte gerade sagen, ist das Sallys Tortenwelt? Nee, wa? Das ist... Ah, fuck. Lisa Küppers. Kenn ich auch. Keine Ahnung, ich erkenne hier gar keinen. Ich weiß nicht. Das könnte auch Sturmwaffel ohne Bart sein. Auch schon mal irgendwo gesehen. Das ist, glaube ich, auch eine YouTuberin, meine ich. Die macht so YouTube-Content. Die macht so Videos auf, oder die macht doch YouTube-Videos, ne? Oh, ich habe gerade richtig gefurzt, richtig eklig. Die macht YouTube-Videos, ne? Ja. Luki Cut. Okay. Weiß ich, kein... So. Schönes Auto, aber ist eine S-Klasse. Kenne ich nicht. Weiß ich nicht, könnten irgendwer sein, weiß ich, erkenne ich nicht. Auch schon mal irgendwo gesehen, aber ist das Ding, die haben alle so ein Common Face, aber ich kenne die alle nicht, woher? Das ist Paulina Ruschinski, das erkenne ich.
Sie hatte doch unglaublichen Stress damit, ne? Sie hatte doch richtigen Stress damit, weil Leute immer so bei ihr so unter die Kommentare reingesimt haben auf eklig, Alter. Paola Marie, ja, kenne ich auch. Auch ein sehr lieber Mensch tatsächlich. Warte mal, Leute. Ist das Rebecca Wing? Ist das Rebecca Wing? Da darf ich mir jetzt nichts falsch erlauben, sonst wird mich Nummer Uno morgen hinrichten. Das ist dem Musikvideo, glaube ich, ne? Regina Hicks, wenn ich mich recht entsinne. Verstehe ich den Montana Black? Kann ich nachvollziehen? Ja, ja, verstehe ich. Sabibo, die Freundin von Cheng. Die haben ja auch mittlerweile ein Kind, ne? Saftiges Gnu. Das ist saftiges Gnu. Kenne ich übrigens auch sehr. Oh, scheiße. Kenne ich auch sehr, sehr gut, Leute. Auch eine. Das ist doch Gnu, oder? Ja, das ist Gnu. Die kenne ich doch auch ganz gut. Ja, warum guckst du sowas? Ja. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir kommen gut durch, ne? Wir kommen gut durch. Kenne ich nicht. Ist aber Miami im Hintergrund, würde ich tippen. Oder irgendeine andere. Es könnte alles sein. Oh, Shirin David hier. Dir ist dein Glas hier, fällt dir gerade runter, Shirin. Au. Ey, wenn ich so mache, kann ich überall hingucken, wo ich will. Und der Eye-Tracker detect jetzt nicht. Natürlich mache ich das nicht. Aber schon geil, ne? Also meine Ex-Freundin war in der Hot Compilation drin. Das kann man, da kann man schon Pepega chatten. Also das ist schon geil. Habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, ne? Das ist. Die war auch bei Krass Klassenfahrt, glaube ich. Oh. Sex in the Morning, hot. Ah ja. Mate, die ist 12. Wie findet ihr, habe ich mich geschlagen? Fragen, Leute. War das nicht Vanessa Mai? Nee, das war Selina, ne, genau. Oh, ich muss mal ganz kurz hier was richten. Wie findet ihr? Gut, oder? War gut. Wie schlecht? Hä? Nein! Leute, ich hab wirklich mir Mühe gegeben, Mann. Wirklich jetzt mal. Nee, ich hab schon sehr starkes Mindset, sehr starkes Mindset.